Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und wir müssen mit Soldat bzw. mit der Wache Ken sprechen. Hier gibt es mir zu viele Rotflossenpiraten. Wenn wir doch nur die Bomben hätten, die Max kreiert hat, dann könnten wir den Piraten einen kritischen Schlag versetzen. Aber niemand hat von Max gehört, seit er mit den Bomben losgezogen ist. Also sind wir ein bisschen besorgt. Könntest du nach Max Ausschau halten, während du die Piraten besiegst? Ja, kein Thema. Könntest du nach ihm Ausschau halten, während du sie besiegst? Wer sagt denn, dass ich sie besiege überhaupt? Hallo? Ich meine, ja, klar. Na komm, nehmen wir mal die. War die, die richtige Taste? So, die Frage ist nur, 5 Stück müssen wir besiegen. Und das reicht anscheinend schon. Benutze die Werkstatt der Festung. Im Dienst. Nichts zu berichten. Ja, ich aber. Hallo? Achso, ich muss nicht mit Ken sprechen, ich muss mit Max sprechen. Moment. Der ist jetzt wieder komplett woanders. Wäre nur schön, wenn man hier auch was sehen würde. Da können wir hier unten rum. Das nimmt kein Ende. Ja, das nimmt kein Ende. Ich weiß auch nicht. Egal wie viel wir spielen, wir kommen einfach nicht durch dieses Spiel durch. Es ist wirklich sehr groß aufgebaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Na gut, das ist natürlich auch ein MMO. Ne? Das lebt natürlich davon, dass es sehr viele Quests hat. Das muss man ja auch dazu sagen. Ich sehe nichts mehr. Leute, geht mir nicht auf die Nerven. Ich will nur die Quest machen. Ich schreibe mal eben so ein bisschen... Nein. Nein. So. Wer bist du? Hat Ken dir von mir erzählt? Denkst du, ich will hier bleiben? Ich bin sicher, dass meine wunderschöne Granate funktioniert. Aber ich habe das Gewicht nicht beachtet. Ha, ziemlich dumm, oder? Ich habe sie kreiert, aber ich kann sie nicht werfen. Warum siehst du mich so an? Du glaubst also, dass du sie werfen kannst? Ich habe sie kreiert, aber ich kann sie nicht werfen. Oh ja, gut, wenn die so groß ist. Naja, gut, dann kann ich es verstehen. Besiege die Piraten mit der Rauchbombe. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist der Bereich hier links. Wie kann ich denn die Rauchbombe werfen? Achso, mit F5. Ja, da steht es ja wieder. Okay, F5 ist hier. Mal schauen. Ja, ich wollte gerade sagen, die lädt da nochmal auf, ne? Ja, das reicht. Das ist es! Davon habe ich geträumt! Wie die Mächte des Bösen von meinen Sprengsätzen weggefegt werden. Ich glaube, du kannst etwas mit ein bisschen Extrawucht werfen, oder? Du kannst mir helfen. Ich baue sie und du wirfst sie. Wir werden Bomben und Granaten auf Piraten in aller Welt werfen. Okay. Denkst du, meine Granaten werden mich berühmt machen? Wollen wir diese Piratin bei der Felsenhöhle fragen? Hey, wohin gehst du? Du und ich. Wir müssen zusammen die Mächte des Bösen bezwingen. Hey! Es ist aber unhöflich, wenn ich einfach so gehe. Zur Felsenhöhe, okay? Höhle, nicht Höhe. Das wäre hier oben. Und erfreulicherweise ohne Gegner zumindest hier. Was bist du denn? Höhlenschleim? Okay. Ja, und jetzt? Zeige lässt die... Achso, das Zeichen. Die ist da oben.
Wer ist da? Die mit dem Zeichen. Das ist das Zeichen des Captains. Genau. Wer bist du? Ich kenne dieses Zeichen. Verstehe. Der Captain persönlich hat dir das Zeichen gegeben. Ich bin Lesti. Ich bin los, um meine Gefährten zu retten, aber hier ist zu viel Rotflossenabschaum. Die anderen müssen sich in der Nähe verstecken. Reti meinte, dass sie beim Waldrand wartet, also solltest du dort nach ihr suchen. Sie kann etwas paranoid sein, also solltest du ihr zuerst das Zeichen zeigen, wenn du nicht mit einem Messer im Kopf enden willst. Da geht's hier rum. Vielleicht hätte ich tatsächlich diese Schleimdings da kaputt machen sollen. Ich weiß ja nicht, ob der irgendwas gehabt hätte für mich. Ich gucke ja auch schon wieder nach Mokubären. Aber sehe im Moment noch keine. Mokusamen, so. Das ist das Zeichen des Kapitäns. Also ist der Kapitän unverletzt? Sehr gut. Also, wenn stimmt, was du sagst, dann hat der Captain eine Vereinbarung mit dem König von Luterra getroffen, was? Sowas aber auch. Eine Piratin, die dem König von Luterra ebenbürtig ist. Jawohl, das ist unser Captain. Und da du für den König von Luterra arbeitest, bist du wohl mal auf unserer Seite. Gut. Also bist du eine Ritterin, was? Ich freue mich schon, das auszunutzen. Haha. In dem Fall müssen wir meine Crew finden und wie geplant fortfahren. Siehst du diesen Schädel neben mir? Er hat eine besondere Markierung mit einem schwarzen Fuchs, den nur wir erkennen werden. Was für ein Schädel? Im Wald gibt es noch so einen Schädel. Wenn du vor diesen die Pfeile benutzt, wird die Mannschaft aus ihrem Versteck kommen. Die Pfeife, nicht die Pfeile. Ja, der Sinn ist ja fast der gleiche. Einige der Rotflossen sind Schamanen und sie sind ziemlich lästig. Wenn wir nichts gegen sie unternehmen, werden sie ihre Zauber einsetzen, um unsere Mannschaft zu finden. Also dann zeig mir, was man als Königsritterin so drauf hat. Schlag ihnen die Köpfe von ihren Zauberschultern. Zaubererschultern. Oh, ich kann heute Morgen nicht mehr lesen. Ich bin aber auch sowas von müde. Es tut mir leid. Ich bin schon froh, dass ich überhaupt noch irgendwas erkennen kann. So müde bin ich. Benutze die das ist wieder das andere. Finde Schwarzzahns Zeichen. Also diesen Schädel, denke ich mir mal, müssen wir suchen. Der wird dann in der Mitte sein. Das heißt, dass hier Gegner kommen, so wie es aussieht, oder? Also da ist ein Schädel. Bei ihr habe ich jetzt keinen gesehen. So, hier rein. Pfeife, F5. Ich höre nichts. Hier! Navigatorin Rosa zog los, um unsere Kollegen zu retten. Sie ist auf dem Weg zum Piratenversteck. Holst du bitte unsere Leute und hilfst Rosa? Vergiss nicht, Reti zu sagen, dass wir beim ursprünglichen Plan bleiben. Okay, wir sagen es ihr. Hast du Odema gefunden? Wie bitte? Rosa will die Crew ganz alleine retten? Ja. Dann sollten wir nicht einfach rumsitzen, sondern sofort los und Rosa retten. Ich denke, sie wollte die Crew retten. Was denn nun? Odema braucht etwas länger als erwartet, aber sie wird das schon schaffen. Du meintest, du bist eine Ritterin, ja? Dann auf ins feindliche Lager. Lenke die Rotflossenpiraten ab, um Rosa zu helfen. Besiege die Gegner, die eng beisammenstehen, und schau dich dann nach einer erhöhten Position um. Ich bin sicher, dass Rosa sich irgendwo versteckt hat, wo sie eine gute Sicht hat. Das heißt, wir müssen jetzt... Moment. Wir müssen da oben hin. Besiege die Rotflossenschamanen in deiner Nähe. Ach so, das ist das. Ja. Da. Ich muss immer erstmal gucken, welche Taste ich eigentlich drücken muss. Rotflossenschamanen. Das waren dann wahrscheinlich die hier stehen, oder? Die drei, zwei von drei. Hallo? Das waren ja wohl viel mehr. Ja.
So, dann reden wir nochmal kurz mit ihr. Nein, falsche Tasse. Hast du dich schon um sie gekümmert? Wow, du machst deinem Ruf echt alle Ehre, Königsritterin. Hehe, ohne ihre Zauberer sind diese Piraten so hilflos wie kleine Kinder. Okay, dann lass die Schießpulverfässer detonieren. 8 Stück, besiege Rotflossenpiraten. Okay. Nein, nicht F5 drücken. So, das sind die. Jetzt weggelaufen da oben? Hallo? Ach so, das ist jetzt schon wieder was anderes. Besiege Rotflossen. 2 muss ich noch besiegen. Da. So, dann auf zum Anführer. Nee, das ist Rosa. Ach so. Das ist definitiv das Zeichen des Captains. Hm. Ach so. Du hast den Rest der Mannschaft kennengelernt? Sehr gut. Dann können wir mit dem Plan fortfahren. Du erreichst den Sammelplatz, wenn du dem Pfad nach Norden folgst. Schließe dich dort mit Stabskapitän Benja zusammen. Und überbringe auch gleich diese Nachricht. Ich kann sie Stabskapitän Benja nicht selbst geben. Der schnellste Weg, sie zum Sammelplatz zu bringen, bist momentan du. Okay. Gekritzelte Nachricht. Diese Rotflossen. Sie müssen nach etwas suchen. Ich konnte nicht herausfinden, wonach. Aber ich bin sicher, dass Erik Rotbart nicht in ihren Unterschlupf ist. Lini und ich werden sie bei Gelegenheit infiltrieren und dort abwarten. Auf den Captain von Seefahrerin Rosa, denke ich mal. Ist sie Rosa? Ja, die ist Rosa. Wo sind wir denn jetzt? Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen... Oh, ich sehe hier nichts, wenn das alles so... Ah, jetzt. Wir müssen da oben hin. Das heißt, quasi direkt am Kopf vorbei, wenn ich das richtig sehe. Weil ich sehe hier gerade nämlich fast gar nichts. Weil das alles so hell ist im Hintergrund. Ja, komm. So, genau. Du bist doch die, von der der Captain... Wir wollten gerade eine Rettungsaktion für unsere Leute starten. Mhm. Aber wenn Rosa und Odema sicher sind, dann greifen wir einfach so, wie wir sind, an. Dort drüben an Deck dieses verlassenen Schiffsboot Haronin die Leuchtsignale auf. Geh und sag ihm, dass er die Leuchtsignale abfeuern soll. Danke. Berichtübergabe. Also wir können noch 2 Sachen. Erstmal das hier. Nee, das geht anscheinend nicht. Dann machen wir das. Ach, eine Sache noch. Die lästigen Rotflossen haben es gewagt, meine Mannschaft anzugreifen. Das kann ich ihnen nicht durchgehen lassen. Beseitige sie. Ja, das kann ich ja nicht machen. Da muss ich ja raus. Das ist aber wahrscheinlich das, was sie gerade schon gesagt hat. Beseitige die Rotflossenjäger. Dann müssen wir schon wieder vom Pferd absteigen. Und überbringe die Nachricht. Die Nachricht, die ist hinten rein. Nee, aber ich kann doch, ich kann noch mal mit ihr sprechen. Berichtübergabe. Hä? Okay. Also was das jetzt mit dem Zeichen hat, bin ich ganz ehrlich, weiß ich jetzt nicht. Würde ich nicht auch mitmischen? Bitte? Fünf von 9. Wir müssen in die Richtung.
Da hoch, ja. Hallöchen. Da ist er. Nein. Noch ein Signal. Wenn Quartiermeisterin Benja das gesagt hat. Ich sollte mich besser beeilen. Geh und schnapp dir das Leuchtfeuer-Pulverfass dort drüben. Schnell, schnell. Wir haben nicht viel Zeit. Das Leuchtfeuer-Pulverfass. Ach so, hier. Und... Mit F5 geht's nicht? Oder kann ich das so nehmen? Muss ich das mit G nehmen? Nee. Hallo? Ich bin aufgeschmissen ohne Anleitung, das wisst ihr doch. Einen müssen wir noch besiegen. Okay, dann müssen wir... die Nachricht überbringen. Und das Leuchtfeuerpulverfass. Das Leuchtfeuerpulverfass sollte doch das hier sein. Das hier. Wieso kann ich das nicht nehmen? Hallo? Oder muss ich woanders hin? Oder ist das bei ihr? Nee. Zu ihr muss ich wieder zurück, wenn ich die erledige. Nee, das ist Berichtübergabe. Bringe Rosas Nachricht an Benja. Ich bin verwirrt. Ach so, hier sind Pull. Och, sagt mir das doch vorher. Oh. Leute. Nein, bleib hier drin. Bleib doch mal da drin stehen. Ja. So. Jetzt kann ich damit was machen. Sehr schön. Und ich mach Feuerwerk. Das Signal! Der Captain ist zurück! Los, Bewegung! Erledigt diese Hunde für den Captain! Ja! Ja! Gut, wir müssen aber trotzdem noch einen töten. Haben wir hier noch einen Einzelnen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, nur eine Gruppe. Partysprengung! Oh, ist nicht so viel drin. Ja, jetzt stirbt doch endlich. Mein Gott. Okay, jetzt muss ich wieder da hoch. Sprich mit Orca. Ich habe dich von hier aus kämpfen sehen. Und warte, du bist... Jetzt verstehe ich, warum der Captain sich mit Luterra verbündet hat. Haha. Mondgöttin, ich bin froh, dass du nicht unser Feind bist. Okay, irgendwas haben wir jetzt gerade abgeschlossen. Das ist schon mal gut. Begib dich... Nee, das mit der geheimen Plantage wollen wir immer noch nicht machen. Oh, das ist so... Kann man das nicht irgendwie rausmachen, dass man das nicht sieht? Sprich mit dem Speer. Das ist der hier. Jetzt sind alle da. Der Kampf kann beginnen. Beeilen wir uns. Wir vermasseln alles, wenn wir zu spät dran sind. Hier kommt Harunin. Ein Mann, der seine Versprechen einhält. Das ist schön. Und wo muss er jetzt hin? Oder wo muss ich hin? Da oben rechts. Gehe zum amphibischen Landeplatz. Amphibischer Landeplatz. Na gut. Ich mach das mal wieder an, sonst weiß ich nicht. Doch, da unten muss ich rum. Aber ich weiß immer noch nicht, warum wir das eine da unten nicht abgeben können oder wie auch immer. Lasst mich doch alle in Ruhe. Ich habe noch eine Aufgabe. Wo bist du hier? Hast du Benja schon getroffen? Selbst mit meinen Fertigkeiten werde ich schnell müde. Hm? Oh, Leute, ernsthaft. Geht mir nicht auf den Sack hier, Leute. Ich bin ja mitten in der Quest, ich bin am Reden und ihr greift mich hier von hinten an und unterbrecht mich. Das ist echt nicht normal. Selbst mit meinen Fertigkeiten werde ich schnell müde. Ja, das hatten wir schon. Obwohl ich fast in Gefahr geraten wäre, werde ich tapfer gegen Piraten gekämpft habe, so sind die Anstrengungen eines Helden nichts als ein weiterer Schritt auf dessen Weg zum Ruhm.
Aufgrund dessen habe ich jedoch den Standort des Kapitäns der Rotflossen herausfinden können. Ich werde mir seinen Kopf holen und ihn König Siren als Tribut anbieten. Hahaha. Oh, all der Ruhm soll mein sein. Du kümmerst dich lieber um deine kleinen Fische mit diesen schwarzen Füchsen oder wie die sich auch nennen. Irgendwann wirst du meine Fähigkeiten zu schätzen wissen. Wenn ich irgendwann mal deine Fähigkeiten kennenlerne, vielleicht. Kennst du diesen schrägen Vogel? Ich brachte ihn mit, weil ihn die Rotflossen ordentlich verdroschen haben. Dann ist er mir auf die Nerven gegangen, weil er ständig redet. Ich war schon kurz davor, ihm die Zunge rauszureißen. Was? Das ist dieser dämliche Lord, von dem Sie geredet haben? Also können wir ihn wohl doch nicht einfach über die Planke gehen lassen, was? Fein. Der Rotflossenunterschlupf ist jetzt wichtiger. Wir lassen diese Landratte hier. Der Captain meinte auch, dass sie auf dem Weg zum Rotflossenunterschlupf ist. Du kannst sie dort treffen. Geh das ruhig vor. Ich bin direkt hinter dir. Das ist schön. Der wäre hier, aber ich muss doch immer noch Bericht erstatten. Überbringe Rosas Nachricht. Ich werde mal gucken, ob ich das nicht doch noch irgendwie hinkriege. Das ist doch... Weil wenn ich jetzt hier alles andere mache... Moment. Rosas Nachricht an Benja. Benja. Also Benja ist ja die, die da unten steht. Oh, jetzt renne ich auch mitten rein. Man sollte nicht nur auf die Karte gucken. Ja, ja, ich weiß. Ich habe nicht gelernt in den letzten Jahren. Kann ich den jetzt endlich mal mit dir sprechen? Berichtübergabe. Kann ich immer noch nicht mal. Ist das jetzt verbuggt oder ist das Absicht? Ich verstehe es nicht. Überbringe Rosas... Dein Ernst jetzt? Gut, jetzt müssen wir ihnen nur noch unsere Schwerter in den Rücken jagen. Rosa hat gute Arbeit geleistet. Okay, ich werde sofort den Captain Bericht erstatten. Also man muss nur 30 Mal draufklicken und irgendwann nach dem 30. Mal funktioniert das dann. Muss ich nicht verstehen, aber gut. Wir müssen nach oben. Das heißt, wir müssen jetzt wieder hier durch von den nervigen Leuten, die wir links liegen lassen. Also durch die nervigen Leute durch. So. Dann einmal hier. Oh, ich sehe schon, da kommt noch ein Dungeon auf uns zu. Wobei, ich glaube, in jedem Bereich ist irgendwie ein Dungeon, ne? So wie ich das mitbekommen habe. Hier ist auch nochmal so ein lilanes. Ja, ich hab's geahnt. Also, die Folge wird wohl etwas länger heute. Wir müssen, oh, hab ich mich jetzt erschrocken? Ich würde schon sagen, warum laufe ich denn so schnell? Ja, ich weiß doch, wo ich hin muss. Lasst mich doch einfach da hingehen, Leute. Hallo? Hallo? Darf ich die jetzt endlich platt machen? Dankeschön. Oh, das ist schon gut. Das ist gut. So nicht, liebe Leute. So nicht. Ist hier noch irgendwas, was ich einsammeln kann? Ich sehe jetzt gerade auf Anhieb nichts. Jetzt tut mir gerade mein Handgelenk weh. Das ist nicht gut. Und der hält ja nicht viel aus. Ich werde euch retten. Hilfe, Hilfe, hilft mir. Ach, die sind weg? Boah, Idioten. Ich muss aber trotzdem da rum. Ach, die sind schon da. Schon am Kämpfen. Hier entlang, schnell. Ha!
entlang, schnell. Darf ich erstmal einsammeln? Wieso jetzt hier? Wieso laufen die jetzt weg? Die haben gesagt, hier entlang. Ich habe gedacht, wir müssten jetzt nach oben, aber... Also ich meine, wir müssen nach unten. Da sind ja schließlich auch die Sachen angezeigt. Ich weiß nicht, warum die jetzt weggelaufen sind, Feiglinge. Okay, hallo? Nimmt er denn nicht einmal die Strücke? Nennt mich Gott, als ich das erste Mal diesen Angriff gemacht habe. Ich kann mich noch dran erinnern, das war so geil. Ja, ganz so war das jetzt nicht geplant. Aber ich wusste ja auch nicht, dass das Teil jetzt kaputt geht. Oh Mann, jetzt lauft doch nicht wieder weg, Leute. Wir müssen hier weiter runter. Ja, jetzt kannst du es machen, oder was? Oh, ernsthaft? Hallo. Achso, mit F1 muss ich mich heilen. Okay. Ich hab's Falsche gedrückt. Ich hab wieder das Falsche gedrückt. Das war nicht so clever. Was war denn das jetzt? Ich muss echt erstmal die kleinen... Vor allen Dingen ist das so ein blöder Ort hier, wo man kämpfen kann. Ja, genau. Während ich das mache, kann ich natürlich auch nichts anderes machen. Kann ich mich nicht bewegen und nichts. Ist ja klar. Ich stehe hinter dem, aber werd mit umgerissen. Ja, kein Thema. Ja, beweg dich keinen Millimeter, alles kein Problem. Oder ist echt nervig. Nicht besonders klug, mich zum Feind zu machen. Wo ist euer Kapitän? Bitte töte mich nicht! Beantworte meine Frage! Captain Ed ist in der Grotte des heulenden Sturms. Mehr weiß ich nicht wirklich. Die Grotte des heulenden Sturms. Ja, da ist er. Auf dem offenen Meer können wir die Rotflossen kaum noch verfolgen. Tatsächlich ist die Grotte des heulenden Sturms gleich in der Nähe. Geh schon mal vor. Ich schließe mich meiner Mannschaft an und nehme mein Schiff. Auf zur Grotte des heulenden Sturms.
Ja, wenn ich wüsste, wo die ist. Achso, die ist da oben. Ach, gerade noch davon gesprochen und schon ist es soweit. Ja, dann würde ich sagen, da die Folge jetzt doch schon ziemlich lange gelaufen ist und das eigentlich ein ganz guter Cut ist hier, dass wir dann hier erstmal die Folge beenden und dass wir dann in der nächsten Folge sehen werden, was es mit der Grotte des heulenden Sturms auf sich hat. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen willst, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.